AfD, konservative Rechtspopulisten. Deshalb kommt dieser Eck, um euch zu dissen. Ihr seid wie der Wichser Trump. Ganz witzig insgesamt, doch seid ihr Nixkönner im Amt? Dann fickt ihr dieses Land. Was ist euer Wahlprogramm? Echo Fresh, deutsch-türkischer Rapper aus Köln, legt sich mit der AfD an. Für ihn keine Alternative, sondern ein Albtraum für Deutschland. Du findest Waffeneinsatz an der Grenze ganz okay? Stell dir mal vor, du müsstest Schutz in anderen Ländern suchen gehen. Das, was ich machen kann, ist einfach nur da einen Spiegel vorsetzen, die zu ärgern und die aus der Reserve zu locken. Und das hat auch geklappt. Tatsächlich, die AfD reagiert, kein Battle-Rap, aber immerhin ein Interview. Das ist ein klarer Fall von parasitärer Publizität. Ja, wir haben den Erfolg und er versucht sich daran zu hängen und macht jetzt YouTube-Klicks oder macht viele Klicks, indem er ein Lied gemacht hat, was sich an unseren Erfolg ranhängt. Gäbe es bei diesem Battle einen Schiedsrichter, würde der wahrscheinlich schon fragen, Echo Fresh, warum so polemisch? Nur ein Arschloch wählt AfD, die NPD in heimlich. Die von Storch ist vom Storch fallen gelassen worden und auf dem Kopf gelandet. Ja, so hart finde ich es ehrlich gesagt gar nicht. Das kommt vielleicht für einen Außenstehenden hart rüber, aber ich glaube, innerhalb des Raps ist es sogar eher noch im Rahmen so. Und ich sehe auch nicht ein, irgendwie da meine Umgangsform zu ändern. Vor allem nicht für die. Warum sollte ich das? Das machen die ja auch nicht für mich. Der Rapper wirft der Partei vieles vor. Manches davon, so die AfD-Stimme, manches nicht. Ihr seid gegen Frauenquote, ihr mögt keine Schwulen. Sag, was ist mit dieser Frauke los, hä? Wir haben auch Homosexuelle in führenden Ämtern in der Partei und haben nichts gegen Schwule. Und sind nur der Ansicht, dass die Frauenquote nicht gut ist, weil gute Frauen auch so erfolgreich sein und Karriere machen können. Über jeden dieser Punkte kann man wohl streiten. Echo Fresh sagt, ihm geht es aber eher um das große Ganze. Die AfD für ihn eine fremdenfeindliche Partei, die er mit seinen Mitteln bekämpft.